day of June. Und damit willkommen zum nächsten Part. Es lädt, juhu! Ja, moin! Okay, das ist jetzt ein bisschen gruselig. Okay, er träumt vom Auto. Ich habe ein bisschen Gänsehaut so. War das ein Unfall? Weil seine Perle ist ja auch nicht mehr neben ihm. Wenn seine Perle gestorben ist, ne, dann ist ja sein Kind auch tot. Oh, lull. Okay, er sitzt im Rollstuhl. So ein bisschen horrorfilmmäßig gerade mit dem Blick aus dem Kühlschrank. Okay, er hat nichts mehr zu essen, leider. Dann rollen wir mal weiter. Es ist hier zu, aber in der Küche auf. Alles ganz komisch. Ne, da haben wir schon geguckt gerade. Ist da hinten? Ne, da ist auch zu, okay. Ja. Ist da oben der Lift? Wieso ist denn da oben der Lift? Okay. Okay, ich wollte, dass der Licht vielleicht anmacht. Kann ich wen anrufen? Ich bin ja komplett zackt jetzt gerade. Ich meine, ich komme nicht raus. Im Kühlschrank ist nichts drin. Ah, da oben. Gibt es halt ein bisschen Dosenfutter. Ihr habt doch den Dosenöffner von der Perle bekommen. Im Arbeitszimmer. Da war doch was. Da habe ich verstanden, das hieß garantiert, da war doch was. Jetzt verarsch mich nicht. Als ob ein Rollstuhlfahrer keine Tür öffnen kann. Alter, komm, der bückt sich ja gar nicht nach vorne. Ah, geht doch. Wollte schon sagen. Verstehe nicht, wieso er so sauer ist. Oh, keine Bilder mehr. Deine Frau ist wohl echt tot. Da ist sie. Mein Controller vibriert heftig. Übelst Gänsehaut. Leute, was passiert hier? Erinnern. Oh. Eine zweite Taste auf dem Controller, die wir drücken dürfen. Okay. Kann mich also praktisch zurückversetzen in der Zeit. Oh nö, Kind. Du solltest nicht auf die Straße gehen. Ich weiß schon, was passiert, Alter. Es war so klar. Ich würde mal sagen, wenn das mit den Bildern geht, geht das bestimmt auch mit den ganzen anderen Bildern, wa?
Damit geht's nicht. Ich glaube, ich kann auch weg, oder? Oder nee, ich kann nur X drücken. Oh, oh. Neues Bild. Die Bilder ändern sich. Hier unten rechts sind sie und halt auf dem Brunnen sind sie auch. Da schwebt jetzt das Bild von dem Jäger, okay. Also ist halt echt so ein Rätselgame dann, ne? Das sind halt alle Bilder, die wir vorher schon gesehen haben. Bei solchen Stimmen kriege ich immer übelst die Gänsehaut, ne? Das ist eigentlich gar nichts für mich. Ach komm. Okay, manchmal stellt er sich auch an, ey. Ohne Witz. Okay, daran kann er sich erinnern. Daran kann er sich erinnern. Hier ist das Kind. Dann gehen wir doch mal zum Kind. Die Kontrolle vibriert wieder. Das wäre natürlich auch mal geil, wenn man das auch mit aufnehmen könnte. Ne? Dann könntet ihr euren Controller beim Gucken in der Hand nehmen. Und auch fühlen, wenn irgendwas in der Nähe ist oder so. Wäre schon irgendwie lustig. Was ist das? Ah, okay, eine Blume. Da kommen wir nicht hoch, ne? Okay, ich würde aber gerne noch zum anderen Tor, was wir von der anderen Seite nicht aufmachen konnten. Ah, okay, können wir gar nicht, weil hier, oder? Ne, können wir gar nicht, okay. Ja, dann roll mal los. Ich versuche übrigens jeden Part so maximal um die 20 Minuten zu machen, also über 30 will ich auf jeden Fall nicht kommen. Da sind auch Steine, ne? Ja. Oh ja, sorry. Okay. Kann er sich halt an den ganzen Kram hier erinnern, das ist ja schön und gut. Frage ist nur, was mir das bringt. Da kann ich nicht hoch. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich richtig bin. Kann ich nichts machen. Da ist das Gemahle. Da bin ich nicht raufkommen. Den Weg, den ich nicht lang gehen kann. Okay, jetzt bin ich hier. Aber durch diese Lücken komme ich ja nicht, weil ich das Tor da nicht öffnen kann. Da komme ich nicht hoch. Stufen. Zum nächsten Bild. Okay. Keine Ahnung, gehen wir mal wieder ins Haus rein oder so? Es ist hier nämlich offen, okay. Ah ja, okay, jetzt können wir hier hingehen. Oh. Schutzaleck? Ist das jetzt der Kind? Ja, okay, das ist jetzt das Kind. Ah, wir müssen die also sammeln. Oh. Ey, das ist alles so düster und so. Sie retten. Wen wollen wir denn jetzt retten? Ich denke mal, mit sie ist seine Frau gemeint. Oh, Hochzeit. Doch nicht.
Ah, okay, die Szene, wo er jetzt gleich aus dem Fenster guckt, also wir aus dem Fenster gucken. Glaube ich. Ja, genau. Ach, wenn wir mit ihm spielen, spielt er vielleicht nicht alleine und der Ball landet nicht auf der Straße. Okay, nevermind, aber wir spielen halt nicht mit ihm. Ne, der will seinen Vogel abschießen. Die will mit den Typen flirten und den Dosenöffner zurückbringen. Es ist ja traurig, aber dem ist was eingefallen. Macht jetzt einen auf Yo, ist voll süß, aber dann sagt sie, ich will nicht spielen, wow. Die sind doch alle gemein. Der einzige Junge im Dorf. Aber mit dem Opa will er nicht spielen, der ist zu alt. Okay. Da ist ein Loch. Mit den Jungen können wir unten durch diese Löcher bestimmt durch, wenn wir den spielen können. Da ist Baumhaus mit einem Bild von ihm, wo er Drachen steigen lässt. Mit dem Opa zusammen und Fußball spielt. Jetzt kommt so ein Wind und der Ball fällt raus, oder was? Könnte ja sein, dass der da bleibt bis zum Sturm. Und beim Sturm fällt der Ball irgendwie raus. Tja, da sind die zum letzten Mal aus der Einfahrt rausgefahren zusammen, würde ich sagen. Okay, wir haben den Jungen. Ah, wahrscheinlich erleben wir die Story jetzt von jedem Charakter wieder. Da, siehst du, da ist der Wind und der Ball fliegt runter. Okay, bisher habe ich das Game ganz gut durchschaut, würde ich sagen. War aber auch nicht so ein cleverer Platz für den Ball, wenn ich ehrlich bin. Kann er jetzt nicht sein Seil nehmen? Okay, nein, das geht nicht. Nevermind, das geht doch. Ich habe das Zelda gar nicht gesehen, aber ich konnte A drücken, deswegen habe ich A gedrückt. Oh, das ist ja richtig langes Seil, Alter. Ja, jetzt kommt er nicht mehr hoch. Oh lol, nevermind. Hey, das ist doch der Ball. Was ist das? Ja. Aber wie gesagt, jetzt kann ich ja durch diese Dinger hier durchgehen. Eins von 20. Ah, Fotos, okay, er hatte also einen Kumpel. Okay, Erinnerung. Ah. Da ist der Ball. Interessant. Ah, okay, da ist der Drache drin, da wo wir mit dem Rollstuhl nicht zu Baum konnten und so. Hallo, Obi. Durch können wir nicht. Dann geht doch mal. Was? Okay. Grüne Sachen können wir anscheinend umwerfen.
hier noch was Grünes? Ne, hier gab es nichts Grünes, aber da hinten gibt es was Grünes. Ach so. Hat nicht geklappt. Schnell, nochmal. Schade, nochmal. Von hier aus. Ja, okay, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, der Junge, der kann einfach keinen Basketball spielen. Egal, mach das Ding da weg. Man könnte es wahrscheinlich auch einfach umwerfen, aber wegschieben. Aber egal. Ach komm, Alter, als ob. Ach, hier ist die Mom. Hier ist die Mom. Ich dachte, das wäre ein Fußballer als erstes, okay. Da hinten ist irgendwas Blaues. Ach, schon wieder er, Alter. Na, er muss weiter Vögel jagen. Okay. Mit dem Hund kann ich spielen. Oh, der macht den Ball doch kaputt, oder? Der macht er gar nicht. Der war doch noch irgendwo was Blaues. Da hinten. Sorry, und aber. Hier will ich doch gerne hin. Kann ich gerade nicht, okay. Muss ich außen rumgehen vielleicht? Wahrscheinlich hätte ich auch erst einfach dem Spiel folgen können. Konnte jetzt wahrscheinlich durch, weil das. Okay, wow. Es war so klar. Kommen wir da hinten denn hin? Hier ist die Olle. Da kommen wir nicht hin, weil da wahrscheinlich wieder da. Okay, da kommen wir nicht durch. Spiel. Ne, die hat keinen Bock. Die will wegfahren, glaube ich. Ja, komm, Bruder. Ich will ja nur gucken, ob ich da jetzt rein kann, Ibi. Sind alle von der falschen Seite zu. Also, das ist wieder der Jäger, okay. Spielen? Nö. Alles klar, er hat halt echt keinen Bock mit mir zu spielen. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal zurück zum Hund. Der da ist. Man kann ihn rufen. Lauf. Ah, ich kann auch rennen. Okay, nice. Ne, wir rennen zum Ball. Okay, da haben wir wohl was Neues entdeckt. Jetzt wirft er ihn halt über auf die Straße. Okay, das sind jetzt 5 Stunden später. Gerade was 3, glaube ich, oder? Ja, müsste 3 gewesen sein, jetzt ist es 8. Okay. Ah, jetzt kommt die Szene mit dem Ball. Verstehe, verstehe. Hätte ich jetzt erst aber gerne die anderen grünen Tonnen umgerempelt, wenn ich ehrlich bin. Aber egal, ja, okay. Es ist halt die Sache, da kommen sie ja jetzt, ne? Kann ich das irgendwie verhindern? Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sagt mir das Spiel, yo. Gut, lass mal nicht da lang gehen. Ja, okay. Hat da wahrscheinlich dann genau das gleiche, ne? So, er dreht sich um. Oh, da ist ja mein Ball. Dann holen wir jetzt halt den Ball. Der Unfall. Hm.
entgegenbauen, okay. Dagegen können wir also nichts verhindern. Nichts ändern. Daran können wir nichts ändern. Okay, ich könnte jetzt weiter A drücken. Aber das mache ich als nächstes im nächsten Part. Boah, ich bin so wortgewandt. Und vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part und gucken, was dann mit den Jungen passiert, beziehungsweise was mit uns passiert ist. Und ja, mal sehen. Bis später, Leute.